glaube, das gibt es weltweit nur einmal. Herzlich willkommen zum neuen Video hier bei Copter Pro. Ja, wo stehe ich hier und um was geht es in diesem Video? Wir sind auf dem Weg nach Schweden und zwar 23 Stunden mit dem Auto und das zur Elchjagd bzw. um dort Drohnenaufnahmen zu machen, tolle Filme zu produzieren. Also seid auf jeden Fall gespannt auf dieses Video. Für uns ging es nach Schweden, in das wunderschöne Lappland. 23 Stunden Fahrt standen vor uns. Doch ob es die Fahrt wert war, das seht ihr in diesem Film. Ich kann nur so viel sagen, es war ein atemberaubendes Erlebnis, das wir so schnell nicht vergessen werden. Zuerst ging es 7 Stunden Richtung Fähre nach Puttgarden. Mit dieser Fähre fährt man rüber nach Rødby. Später ging es dann über die Brücke in Malmö Richtung Schweden. Da wir zu viert mit dem Sprinter unterwegs waren, konnten wir uns bei der Fahrt super abwechseln. Doch aus 23 Stunden wurden schnell 30 Stunden und wir fuhren in die Nacht. Doch wir wurden belohnt mit einem Morgen im Lappland. Die Jagdreise beginnt. So Leute, wir haben es geschafft, wir sind endlich im Lappland angekommen bei unserem Freund Matthias. Matthias, erstmal geil, dass wir hier sein dürfen. Willkommen in Schekwanitz. Und ja, es war echt ein langer Ritt, muss ich sagen, also fast 30 Stunden gebraucht. Aber das lohnt sich. Wir zeigen euch natürlich auch noch, wie das hier aussieht, aber das ist absolut Premium. Die Hütten hier überall verteilt. Wie viele Hektar hast du hier? 210 Hektar. 210 Hektar, mit wie viel Hütte sind das? 3 Wildnishütten, das Haupthaus und das Gästehaus. Also insgesamt 26 Betten. Das ist schon auf Jagdrevier. Das ist schon ordentlich und das mitten im Revier. Also ihr könnt euch auf jeden Fall auf eine richtig, richtig geile Schwedenreise bzw. auf einen richtig geilen Schwedenfilm freuen. Und ja, wir halten euch weiter auf dem Laufenden und jetzt schauen wir mal, dass wir zu unserer Hütte kommen, alles einrichte, mal ankomme. Wir wurden hier schon super mit Frühstück empfangen, also gastfreundlicher als hier geht's gar nicht. Dann schauen wir mal, was jetzt noch die nächsten Tage so los ist. So Leute, wir sind endlich angekommen hier im Lappland und sind auch jetzt an unserer Hütte. Ja, die Hütte direkt am See, wir haben den Sprinter hier stehen, die Hütte, da haben wir so eine kleine Holzhütte. Und hier haben wir quasi hinten noch ein Klo. Aber das zeigen wir euch nachher mal. Wir gehen jetzt mal einmal hier vor. Der Ausblick ist halt gigantisch. Das ist einfach nur geil. Gerade weil die Karre hier stehen kann, kann man direkt hier ranfahren. Und hier hat man einfach einen See vor der Haustür. Hat man zu Hause auch nicht so oft. Grillstelle, See, Saunahäuschen, Outdoor-Dusche. Es gibt aber quasi noch eine Dusche im Hauptbereich oben. Das ist in dem Haupthaus. Und jetzt gehen wir mal rein. Ist cozy, also mit 4 Leuten. Sehr gemütlich, aber kriegen wir schon geregelt. Kommen Sie rein. Also, vom Prinzip her haben wir hier eine kleine Küche. Wir haben hier kein Wasser und keinen Strom. Wir müssen mit Kanister wirklich arbeiten. Abwasser ist da, Kamin fürs Heizen, Strom, Kerzen.
Also Strom haben wir nicht, außer im Sprinter. Aber wir haben Kerzen und hier haben wir 6 Betten. Und da pennen wir. Und ich würde sagen, dann beginnt der Jagdurlaub. Und natürlich unsere Arbeit auch. Und unser Videodreh. Beziehungsweise, ich glaube, übermorgen die Elchjagd. Also sind wir mal gespannt. Ich denke, hier können wir es 1,5 Wochen aushalten. Das passt schon. Doch bevor gejagt wird, müssen zuerst Drückjagdböcke gestellt werden. So, Leute, da kommt man Schweden an, da wieder direkt was geschafft. Das ist halt so, wenn man aus dem Hunsrück kommt, weil jeder braucht ein bisschen Unterstützung und bevor gejagt wird, muss ja erstmal Drückjagdböcke gestellt werden. Weil jeder will immer schön hochstehen und alles überblicken, aber keiner hat Bock, die Dinger aufzustellen. Wir machen das natürlich, wir helfen Matthias und schauen wir mal, wie das jetzt aussieht, wo die Dinger hinkommen. Ich bin gespannt. Das sind nämlich immer geile Ecken, wo du auch sehr viel siehst tatsächlich. So, meine Freunde, der erste Tag neigt sich dem Ende. Ich habe mich jetzt mal noch mal ein bisschen in Schale geschmissen. Eben war ich ganz klatschnass. Jetzt wird das Wetter besser. Wir waren heute Drückjagdstände bauen. Also wir sind angekommen, haben einige Sachen gemacht, aber wir haben auch Drückjagdstände gebaut für den zweiten Tag im Prinzip. Also in 2 Tagen, 1. September, geht die Elchjagd los. Und da mussten einfach noch ein paar Stände im Wald verteilt werden. Ja, das ist hier einfach mitten im Busch drin. Also du musst mit dem Quad wirklich ohne Motorsäge durch den Wald gehen, alles niedermachen, damit du überhaupt da durchkommst, um irgendwo an einen Zwangswechsel vom Elch, an eine Schneise, mitten in einem Moor drin. Ja, übrigens, jetzt piekst mich wieder die Moskitos hier. Ja, überhaupt eine Chance zu haben, einen Elch zu erlegen. Denn er hat ein riesen Einzugsgebiet und er hat auch, eine bestimmte Art zu wechseln. Also sie haben zwar Wechsel, aber wenn er natürlich vom Hund getrieben wird, dann kann es natürlich auch passieren, dass der mal irgendwo quer durchgeht. Und hier in Schweden ist Schussschneise, ja, Fehlanzeige. Die musst du dir halt machen. Drückjagdbock hin, Schussschneise schneiden und dann darauf hoffen, dass der Elch langläuft, mehr oder weniger. Ja, das basiert natürlich auch ein bisschen auf der Erfahrung, wo sie letztes Jahr lang gelaufen sind. Ist ja wie bei uns im Endeffekt. Ja, ich denke, es war ein trotzdem wunderschöner Tag, trotz der langen Hinfahrt, trotz der harten Arbeit mitten im Moorgebiet. Denn ich bin auch eben jetzt Hose gewechselt, schon wieder dreckig, habe noch was gearbeitet. Aber ja, bis zur Knie war ich eben in Moor gestanden. Das heißt, war ziemlich nass, bis auf die Stiefel und sowas komplett durchgenässt. Also Leute, wir sind ja in Schweden und haben ja heute Morgen schon einiges erlebt. Und jetzt eben waren wir frühstücken und jetzt fliegen wir gerade mal mit der Drohne mal ein paar geile Luftaufnahmen. Und was natürlich cool ist, wir haben ja auch Wärmebilddrohnen dabei. Bei einer Wärmebilddrohne ist es natürlich so, da hast du ein Wärmebild, du hast ein Normalbild und wir können sowohl Wärmebild als auch Normalbild filmen. Und wir sind geflogen, um schöne Luftaufnahmen zu machen und haben auch schon den einen oder anderen Elch aufnehmen können. Total geile Aufnahmen. Sowas kriegt man halt auch ganz, ganz selten. Gerade jetzt vor der Elchjagd, morgen beginnt die Elchjagd am 1. September. Die eine Woche lang geht der Jagd hier das ganze Gebiet. Das heißt, hier ist es gar nicht entscheidend, ob du irgendwo einen Elch mit einer Drohne findest. Das ist gar nicht das Ziel hier hinten dran. Das Ziel ist einfach nur mal schöne Landschaftsaufnahmen zu machen und mal ein paar Elche von oben zu filmen und zu fotografieren. Also mehr oder weniger Natur. Film oder Naturfotografie für euch zu produzieren. Morgen ist es aber so, dass quasi das ganze Gebiet hier jagt und wir überall abgestellt sind. Deswegen ist es eigentlich egal, wo der Elch aktuell ist, weil der geht eh meistens in Bewegung. Und ja, in Schweden ist es halt so, also so hatte Matthias das erklärt, dass überall weiträumig abgestellt ist und man steht halt von morgens um 6 Uhr bis um ungefähr 10, 12 Uhr sowas. Die Schweden jagen aber den ganzen Tag, also die jagen von morgens um 6 bis es dunkel wird, in dieser Zeit, quasi in der ersten Woche im September.
Und auf Elch und Bär. Und beim Bär ist es halt so, Bär kann natürlich auch gefährlich werden. Da könnt ihr eventuell die Drohne nochmal helfen, falls der irgendwie angeschossen ist oder sowas, weil der wird wirklich zum Killer. Das muss man einfach so sagen, wie es ist. Und da gibt es aber auch ausgebildete Hundeführer, nicht nur mit den Elchhunden, die den Hund stellen. Also ihr müsst euch vorstellen, das ist nicht wie unsere Drückjagd in eine Dickung rein, die Sauen gehen raus, kurz abgestellt, sondern das ist weiträumig abgestellt. Da wird mit Elchhunden gejagt, die jagen teilweise auf 2-3 Kilometer, geben so lange laut am Elch, bis da einer hingeht und den schießt, beziehungsweise auf Drückjagd. In der ersten Zeit, jetzt in der Septemberwoche, laufen die halt noch. Das heißt, die sind unterwegs, laufen. Und deswegen ist halt weiträumig abgestellt. Später, wenn die merken, okay, der Hund jagt jetzt schon seit einer Woche jedes Mal an mir, aber eigentlich macht der mir gar nichts, dann erst fängt das Rangehen an den Elch an. Und das ist eine coole Geschichte, weil jetzt sind die halt auf den Läufen. Und auch die Bären, und die sind auch frei. Vielleicht zum Thema Bär, ich wusste das auch nicht, Matthias hat mir das erklärt. Es ist so, es gibt einen Abschussplan pro Gebiet im Prinzip. Hier sind das 81 Bären, die geschossen werden dürfen. Und es gibt ein sogenanntes Bärtelefon. Das ist so eine automatisierte Stimme. Denn jeder Bär, der geschossen wird, muss sofort gemeldet werden. Und es gibt nur 81 Lizenzen. Und jeden Tag muss man quasi vor der Jagd das Bärtelefon anrufen und muss fragen, wie viele Bären sind denn noch frei. Und man kriegt eine Benachrichtigung, wenn der Pool sofort kriegt man diese Benachrichtigung, wenn der Pool voll ist. Das heißt, es kann sein, das hat er auch erklärt, da war jemand, der hatte auf sein Handy geguckt, hat die Mail bekommen, ey, Pool ist voll. Und genau dann kam ein Bär, durfte er nicht mehr schießen. Wird der Bär geschossen? Dann wird er quasi geborgen, dann kommt auch ein Ranger, macht auch die DNA-Proben und so weiter. Also der macht im Prinzip einen Gentest und das wird sofort alles gemeldet, alles aufgenommen. Deswegen muss man sich immer quasi anhören auf diesem automatisierten Bärtelefon, ob wirklich noch Bären frei sind vor jeder Jagd. Weil wenn der Pool, wie gesagt, voll ist, ist er voll. Ja, und das ist halt auf Gebiete aufgeteilt, die Abschusspläne festgesetzt, je nachdem, wie viele Bären es da auch gibt. Und auch eine geile Geschichte, was vielleicht viele nicht wissen, ist, dass Rentiere in Schweden so sind wie Kühe. Also im Prinzip wie Nutzviehhaltung bei uns, nur nicht auf Weiden, sondern halt überall verteilt in den Wäldern und werden dann mit Hubschraubern zusammengetrieben. Wenn die dann später verarbeitet werden, also im Prinzip zum Schlachthof gehen, dann werden die sortiert. Und deswegen sind Rentiere in Schweden wie Haustiere im Prinzip und dürfen absolut nicht geschossen werden. Also die laufen hier überall frei rum, aber die sind absolut tabu, denn es sind eigentlich deren Kühe bzw. deren Nutzvieh, weil Kühe, Schafe und so weiter können hier gar nicht, leben, weil wo sollen die fressen? Ja, was fressen die Elche und auch die Rentiere? Und zwar gibt es so Flechten an den Bäumen. Ich hole mal gerade eins und zwar... Jetzt sehe ich es gerade hier, das Zeug hier, das hat er mir erklärt. Im Prinzip das hier ist das, was die das ganze Jahr fressen. Und aus dem Grund leben hier im Prinzip auf den Gebieten, riesengroßen Gebieten, Waldgebiete, die, ach, keine Ahnung, 10.000 Hektar groß sind, halt die Elche ganz verteilt und davon ernähren die sich, hier so Geflechte. Ja, so viel zu dem Thema. Habt ihr mal so ein bisschen was über Schweden erfahren. Wir werden euch natürlich noch einiges über die Jagd hier erklären, wenn das dann morgen losgeht. Und ich freue mich wirklich auf eine coole Jagd. Vor allem, wo ich jetzt gesehen habe, dass Elche auch da sind, macht es natürlich noch mehr Spaß. Ob der Elch dann tatsächlich kommt, das sei aber dahingestellt. Denn Jagd kann man nicht planen, beziehungsweise ein Jagdglück kann man nicht planen. Und wir sind gespannt, was noch auf uns zukommt. Guten Morgen, Leute. Wir sind bereit für den ersten Tag der Elchdrückjagd. Gerade aufgestanden, fertig gemacht. Wir haben jetzt 4.30 Uhr, meine ich. Und fahren jetzt gleich schon los und beziehen dann unsere Stände selbstständig. Denn das ist so ein Riesengebiet, hier wirst du nicht abgestellt. Wir haben uns vorher die Stände alle angeguckt, haben einen GPS-Punkt. Die Waffe kommt jetzt hier rein in unser schönes Waffenfach. Ist leer noch. Wird erst vom Stand geladen und ja, ich freue mich auf einen schönen Jagdtag hier in Schweden. Das geht jetzt insgesamt 8 Tage so komplett durch und guckt euch mal bitte das Panorama hier an, morgens früh mit dem Mond. Also schöner geht's doch gar nicht. Ja, ich freue mich und hoffe, dass wir bald mal einen Teil haben.
egal ob wir Waldmannsheil haben oder nicht, ich hoffe auf jeden Fall, dass wir mal einen Elch sehen, Anblick haben, live, ob er irgendwo durchläuft, ob wir dann zum Schuss kommen, das einmal dahingestellt. Aber einen Bär zu sehen oder einen Elch zu sehen, das wäre das absolute Traumziel hier von meiner Reise. Neben den Nordlichtern, die wir eventuell, wenn der Himmel so klar bleibt heute, vielleicht die nächsten Tage jetzt sehen, wenn es nicht bewölkt ist. Ja, ich freue mich auf den ersten Tag. Let's go. Der erste Jagdtag beginnt. Schon früh am Morgen ging es los Richtung Haupthaus. Der Mond stand am Himmel und wir waren bereit, unsere Stände zu beziehen. Leichter Nebel hing über den Wäldern Schwedens. So Leute, wir sind am Stand angekommen. Ich versuche ein bisschen leiser zu reden jetzt. Wir stehen hier mitten im Bestand drin. Das ist unser Bock hier. Sieht ganz gut aus, bisschen sporadisch gebaut, kannst du ja mal zeigen. Mit Paletten und Ästen drumherum. Aber wir stehen hier alle erhöht. Wir haben hier alle Drückjagdböcke und ich bin guter Dinge, dass es klappt. Waffe ist dabei, Equipment ist dabei, Kamera ist dabei. Also wenn wir was schießen sollten oder sehen sollten, dann denke ich, haben wir es auch auf Kamera, hoffentlich. Und ja, ich freue mich auf jetzt ein vierstündiges Treiben und hoffe, dass wir Waldmannsheil mit dem ersten Schweden-Elch haben. So Leute, wir stehen auf dem Stand. Die Hunde geben schon laut da hinten. Wir haben hier einen wunderschönen Stand. Ich kann hier so 50, 60 Meter schießen in alle Richtungen. Und ich bin guter Dinge, dass was kommt. Wenn es von hinten kommt, wird echt schwierig. Es ist ziemlich dicht. Und die sagen halt, die Elche laufen lautlos. Ja, sind wir mal gespannt. Ich ziehe noch die GoPro an, damit wir so gut wie geht alles mitnehmen. Könnt euch gar nicht vorstellen, was das eine Arbeit ist, alles filmerisch festzuhalten. Mitschleppen, laden, sichern, SD-Karten nicht verlieren und so weiter. Das sind alles Sachen. Ist schon eine Hausnummer, aber das macht den Reiz aus, da hat man Erinnerung und wir können es mit euch teilen natürlich. Ja, ich freue mich auf eine vierstündige Jagd jetzt, bin heiß, genau aus dem Grund sind wir 30 Stunden gefahren und schauen wir mal, ob was kommt. So, Servus, auch von meiner Seite aus. Wir sind jetzt hier am ersten Jagdtag auf Elch, 1. September. Die Elche sind aufgegangen. Ich habe auch meinen Stand bezogen. Alex sitzt bisher, ich schätze so 150 Meter rechts von mir oder jetzt geradeaus von mir. Hinter mir ist so eine Schneise. Könnt ihr vielleicht gerade mal so sehen. Ja, so eine große Schneise, wo die Elche drüber gehen. Und vor mir habe ich ein Moor. Hundegeläut. Bei Maurice wurde es ernst. Ob sich ein Elch auf seinem Stand blicken lässt? Doch dann knackte es. Und er sah einen Schatten durch den Wald ziehen. Und der Elch lag. Der Elch ist über das Moor gezogen und Maurice konnte die Schüsse sauber antragen. Im Bestand verendete er. Der erste Elch für Maurice überhaupt und der erste Elch in Schweden. Wir haben die Schussszene bewusst rausgelassen, da Elche sehr schusshart sind. Doch auch bei einem anderen Schützen wurde es spannend, denn ein Elch wechselte genau in seine Richtung.
Kann er auch diesen sauber strecken? Auch dieser Elch lag im Knall. So, Leute. Also, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Wie soll ein Tag besser sein als dieser Tag heute? Wir stehen hier, haben Action in Schweden, wo auf Riesengebieten gejagt wird. Direkt die Hunde. Ich habe seit 3 Stunden Hundegebell vor mir. Es kamen schon 2 Elche, Maurice konnte einstrecken und der Kollege hinten konnte einstrecken. Und jetzt kommt das Geilste. Ich bin zu dem toten Elch geflogen, weil ich habe die Drohne dabei, weil gerade der Jagdherr kam, der sagt, willst du mal gerade fliegen? Weil der am Überlegen war, ob er abbricht, weil Elchbergen ist ja immer so eine Sache, dauert Zeit. Und dann bin ich mit der Drohne hoch, fliege hier so mal die Schützenkette ab. Und genau in dem Moment läuft ein Elch vor den Schützen und ich habe auf Kamera einfach auf der Drohne gefilmt, wie der geschossen wurde. Keine Ahnung, irgendwie 6er am Lotto. Ich glaube, die Chancen, Elch zu schießen in Schweden, ist schon schwierig. Das zu filmen auf dem Boden ist schon schwierig. Aber das aus der Luft zu filmen, das ist schon, ich glaube, das gibt es weltweit nur einmal. Also am ersten Tag direkt 2 Elche. Ich habe keinen geschossen. Ich habe sie gesehen, konnte nicht schießen. Maurice hat geschossen. Aber es ist nicht schlimm. Ich freue mich megamäßig, das könnt ihr euch nicht vorstellen, für die anderen. Und das ist eine Teamarbeit, so ein Elch zu erlegen. Die Hunde, aber die Terrier, die hier jagen auf Elche. Hallo Leute. Ist einfach richtig, richtig geil. Wir mussten gerade die eine Aufnahme abbrechen, weil Walkie-Talkie gerade was durchgesprochen wurde. Und das ist immer wichtig, wenn hier gesprochen wird. Und der Kollege hat gerade einen Elch geschossen. Der hat 2-mal geschossen. Und hat einen Fahrradlenker hier, so ein Bullegeschoss. Also, gerade während ich das gesagt habe, wie phänomenal das überhaupt ist, dass wir am ersten Tag so einen Anlauf haben. Wir haben einfach am ersten Tag in nicht einmal 3 Stunden mit richtig Action, mega geilen Aufnahmen, 3 Elche sauber strecken können. In Schweden. Es ist einfach der Hammer. Also, ich muss ehrlich sagen, und ich habe nicht geschossen, aber ihr merkt die Emotionen, das Jagd ist einfach sowas Tolles, wenn man das gemeinschaftlich macht und ich finde das einfach der Wahnsinn gerade, also die Kulisse, die Seen, die Hütten, dieses Land, diese Tiere, die Elche, die Jagd hier, also ganz ehrlich, ich muss mich einfach bedanken hier an Matthias oder bei Matthias, ist wirklich ein, wie soll ich sagen, mir fehlen die Worte, ein atemberaubendes Erlebnis, muss ich wirklich sagen. Vielen, vielen Dank. Also, Ende der Jagd, erster Jagdtag ist vorbei, 3 Elche liegen, Maurice hat eingeschossen, Ferdl heißt er, glaube ich, hat eingeschossen und der Frank, Kunde von uns, Freund von uns, hat eingeschossen und zwar ein Bullen und ja, wir sind alle happy. Super Jagdtag, ich konnte super Aufnahmen machen, mit viel, viel, viel Glück natürlich, habe auch Elche gesehen, ja, ich freue mich für die anderen, wünsche wirklich Weidmanns Heil, ist einfach eine geile Geschichte und es folgen einfach noch, ich glaube, 7 Jagdtage und wir haben am ersten Tag schon das erlebt, was in Schweden eigentlich das Seltenste der Welt ist. Ja, wie geht's jetzt weiter? Es geht jetzt weiter. Wir packen jetzt die Sachen schnell zusammen. Laufen jetzt hier so 500 Meter zurück auf den Kiesweg. Und dann werden wir zum Auto gefahren, packen alles ein und gehen dann Bergen helfen, weil so ein Hirsch, sah schon, so ein Elch, wiegt halt 400 Kilo. Der wird an Ort und Stelle aufgebrochen mit dem Quad-Bergehänger, wird in das Hochmoor da gefahren. Da kannst du nicht richtig reinfahren, da musst du mitten durch den Wald. Das war auch da, wo wir den Drückjagdbock aufgestellt haben. Also ich stehe auf einem, den ich selbst aufgestellt habe, habe mir selbst die Schussschneise gemacht, sonst hätte man wahrscheinlich die Elche gar nicht filmen können. Und den anderen, wo Maurice steht, haben wir auch aufgestellt. Das heißt, wir sind auch selbst für unser Jagdglück verantwortlich gewesen, denn die Stände waren top gewählt, top freigeschnitten, wir hatten Schussschneisen. Also, sagen wir es mal so,
Jetzt nicht wie standardmäßig, ey, man ist irgendwo zu Gast, man geht da einfach hin. Nein, wir haben uns das erarbeitet bei Pisswetter, bei bis zur Hose im Hochmoor gestanden, klatschnass zurückgekommen bei Regen bis abends um 8 Uhr. Und genau deswegen haben wir auch Jagderfolg, weil wir uns auf Deutsch gesagt dafür auch einen Arsch aufgerissen haben. Ja, ich freue mich einfach mega und ich würde sagen, wir gehen jetzt mal schauen. Ja, erst zum Morisheim Elch, dann zu den anderen Bergen, die und dann geht's ans Strecke legen, wenn man das so nennen kann hier, weil die müssen auch relativ schnell verarbeitet werden, denn das ist ein Haufen Fleisch und das ist hier in Schweden viel, viel wert, dieses Fleisch, denn das ist ein Grundnahrungsmittel hier, ja. Hier haben die nicht so viele andere Nutztiere. Also ich bin einfach nur happy für den ersten Jagdtag. War es ein super Erlebnis. Ich packe jetzt zusammen, entlade hier mal meine Kanone und dann schauen wir mal. Also, ich unterlade sie. Hier sind Bären. Schauen wir mal, ich habe keinen Bock, vom Bär gefressen zu werden. Auf geht's, Leute. So, Leute, wir gehen jetzt zu Maurice. Der hat da hinten seinen Elch geschossen. Wir haben gerade schon gesagt, Copter Pro vs. Wild. Der ist 7 vs. Wild. Während die irgendwelche Ameisen essen, auf einer Insel, sind wir mitten im Outback in Schweden. Elche am Jagen. Und ja, hier sieht es auch aus wie ein Dummel. Schauen wir mal, wo der Elch ist. Komm mal! Nein, nein. Alter, Alter. Oh, nein. Ich freue mich für dich. Schön. Alle vier. Ja? Den ersten habe ich gesagt. Das war der am Platz. Ja? So ist es. Und dann hat sie hinterm Blatt mittig drauf und hinten an eine Kohle. Also ein Elch schießt mal so lange, wie er rennt, haben sie uns gesagt. Also nicht, dass ihr denkt, warum schießt man viermal auf so ein Tier. Die sind ganz schön schusshart, die Biester. Ja. Und ganz schön groß vor allem. Scharfe Messer werden für Schweden auch angebracht. Ich habe noch eins, gell? So, Moritz. Kräftiges Weidmannseil für deinen ersten Elch. Danke dir. Freut mich, dass es super geklappt hat am ersten Tag. Super Schuss. Danke dir. Weidmannseil. Kann man sagen. Perfekt. Freut mich. Echt super. Wahnsinn, wie groß sie sind, ey. Maurice, beschreibt man das Gefühl? Das kann man gar nicht beschreiben. Also ich war schon in Afrika, wo wir schon überall gejagt sind, Rumänien, Ungarn, Deutschland. Aber hier ist das wirklich so Natur, dass du wirklich eine riesen Pumpenfläche, weil du weißt nicht, ob du die ganze Woche, die wir hier sind, überhaupt irgendwie mal Elch Kontakt bekommst. Und ich glaube, ich saß eine halbe Stunde, dann hat der Matthias schon durchs Funk gesagt, die deutschen Elchhunde, wir nennen sie jetzt mal die Terrier, sind an den Elchen und kommen in unsere Richtung und es hat 10 Minuten später gedauert, kam die und ist dann auch übers Moor sauschusshart. Aber ich bin froh, dass sie hier liegt. Wir kommen, sind jetzt gleich noch mit dem Bergen beschäftigt, aber vielen, vielen Dank, Matthias, dass ich hier sein darf, dass ich darauf jagen durfte oder darf. Wir haben noch ein paar Tage, aber vielen Dank auch an dich und dein Team. Ihr habt das alles super vorbereitet, hingestellt. 1A. Also Leute, Tag 1 in Schweden mit Erfolg. Einer von 3 Elchen am ersten Tag. Super gejagt mit unseren Elchhunden, den kleinen Terriern hier. Und Nora ist auch dabei, das ist der Nachwuchs. Jetzt wie alt? 3 Monate. 3 Monate und darf direkt schon an den Elch. Maurice Weidmannsheim, mein Freund. Weidmanns Dank. Freut mich. Das ist, als hätte ich ihn selber geschossen. Freut mich ungemein, wenn man Jagderfolg hat in so einer Gruppe. Wie der Matthias gesagt hat, es ist absolutes Teamwork, so einen Elch zu schießen, die Vorbereitung vorher natürlich zu treffen und den auch zu bergen. Und genau deswegen fahren wir jetzt auch zu den nächsten 2 Elchen und, ja, und wünschen auch den Jägern Weidmannsheil für solch einen tollen Tag. Und nochmal vielen Dank an Matthias, dass wir hier sein dürfen. Dann ging es ans Elchbergen, was in diesem Terrain nicht unbedingt leicht ist. Aber mit der richtigen Manpower machbar.
Okay. Ja. Jo. Dann nur den Kopf jetzt anheben. Ohne das Quad wäre hier wohl kein Bergen möglich. Dann ging es zum nächsten Erleger, Frank. Auch er konnte einen Elch strecken, und zwar einen Bullen. Ich habe im matschigen Boden, Untergrund quasi, habe ich immer von der Auftritt quasi gehört und hatte so richtig. Dann hat er da den Kopf rausgestreckt, dann hat er ihm den ersten Schuss angetragen. Dann ist er richtig zügig über die Schneise oder über den Weg und dann habe ich ihm der zweite angetragen und dann, ja, was soll ich noch sagen, dann ist er da nicht zur Strecke gekommen oder halt, ja, verendet. So Leute, der erste Jagdtag ist zu Ende und wir haben jetzt den dritten Elch hier oder sind den dritten Elch am Versorgen und das ist jetzt natürlich eine Haufen Arbeit. Wir brechen die vor Ort auf, aber die müssen natürlich auch in die Kühlung relativ schnell. Wir haben zwar nur 15 Grad, aber trotzdem, es war ein wunderschöner erster Jagdtag hier in Schweden und es freut mich wirklich, dass wir so viel Beute machen konnten, dass wir so weitgerecht gejagt haben und tolle Aufnahmen machen konnten. Es war einfach ein wunderbarer Tag und für Schweden mit viel Action, was auch sehr, sehr selten ist. Und ich sage erstmal vielen Dank, dass ihr Teil wart oder dabei wart bei unserem ersten Jagdtag. Da riss nicht mal der Kopf und ziehen ein bisschen vorne, fliegt er da über den Stuhl. Ja, genau so. Noah, komm hier. Den schafft er. Ich würde sagen, da hat extra einer vor seiner Messerschaft gemacht, ne? Ja. Extra 8 Euro gekostet. Und dann ging es Richtung Kühlhaus. Die Elche müssen versorgt werden. Also Leute, wir stehen hier an dem Elchbullen von Frank und ich kann leider das andere nicht zeigen, die Kuh ist schon abgeschwartet, Problem oder abgezogen. Das Problem ist nur, YouTube sperrt sowas gerne, deswegen muss ich euch das leider vorenthalten. Natürlich wird das Wildtier verarbeitet, der hier geht zum Wildhändler, hatte Rolf gerade gesagt, der andere wird jetzt zerwirkt und gestern Abend gab es schon Herz und Zunge vom Elch. Und das hat geschmeckt wie Gulasch. Total geil. Also besser geht's nicht. Es wird hier alles verarbeitet, was wir erlegen. Es wird hier alles auch teilweise direkt verarbeitet. Zum Beispiel auch das Herz haben wir direkt verarbeitet. Das waren insgesamt ein Herz und drei Zungen. Also von den drei Elchen. Und hier seht ihr mal, was das ein Kavenzmann ist. Also ich denke 400 Kilo so in dem Dreh. Vielleicht ein bisschen mehr. Und das aufgebrochen und mehr oder weniger bahnfertig, sag ich mal. Ich weiß nicht, wie es in Schweden heißt. Ja, super. Also die Wildverarbeitung kommt hier nicht zu kurz. Nur kleines Update. Auch an den anderen Tagen hatten wir natürlich super Stände. Weitreichender Blick, wie sich das für eine Jagdreise gehört. Egal, ob Hochmoor oder weitreichende Wälder. Doch das Lappland hat neben der Elchjagd auch noch weitere Jagdmöglichkeiten zu bieten. Zum Beispiel die Birkhahnjagd. Auch für Angler bietet dieses Land einige Möglichkeiten durch seine vielseitigen und großen Seen.
die Unterkünfte wie das Haupthaus oder das Gästehaus sowie die Fischerhütte, die Elschhütte direkt am See oder die Nordlichthütte. All diese Hütten bieten ein Ambiente in einer Landschaft, die man sich nicht in seinen besten Träumen vorstellen kann. Wenn auch du auf der Suche nach einem Jagderlebnis oder einem Erlebnis für die ganze Familie bist, dann wende dich an wildnis-hütten-lappland.de. Das meine ich. Beste, weil das genau. Einen wunderschönen guten Morgen hier aus Schweden und zwar zum, ich weiß es schon mittlerweile gar nicht mehr, welcher Tag wir haben. Wir haben aber auf jeden Fall Montag und heute beginnt die traditionelle Elchjagd hier bei den Schweden und deswegen sind wir auch so früh hier am Jagdhaus. Wir warten jetzt auf die anderen und schauen mal, was los ist und was abgeht. Und ja, ich freue mich auf einen geilen Jagdtag und da nehmen wir euch natürlich wieder mit. Ich musste mich hier jetzt einen Kilometer wieder hinlaufen, das ist der Stand vom ersten Tag und es wurde ein Kalb bestätigt. Ja, das kommt einfach mal vor, dass Kühe von Kälbern getrennt werden oder kann auch ein Schmaltier sein oder Schmalkuh, Schmalkuh sein. Auf jeden Fall haben wir jetzt ein bisschen enger abgestellt, die Nordseite noch zugemacht und Matthias geht jetzt mit den Hunden rein und dann schaut er mal, ob er das Kalb, Schmalkuh, wie auch immer, auf die Läufe kriegt. Und wir eventuell weit mal Zeit haben. Wir haben hier super abgestellt. Es muss halt nur aus diesem Bereich rausgehen. Und was ich jetzt gemerkt habe, ist, die Elche gehen nicht so gerne über Freiflächen. Die halten gern Wald ein. Ist im Prinzip wie Sauen auch. Ja, ich bin guter Dinge. Ich bin wieder happy, ich bin wieder bereit. Ich stehe wieder und voller Konzentration und warte auf den Elch. Doch die Hunde stellten den Elch im Bestand. Und Matthias ergriff die Chance, das Kalb zu strecken. So, der Jagdtag ist vorbei und ein Jagdkollege Matthias hatte Weidmannsheil mit dem Kalb. Er freut mich ungemein. Wir hatten leider keinen Einblick, aber ich würde sagen, wir entladen jetzt mal die Waffe und ja, freuen uns über den Abschuss. Das ist der vierte Elch jetzt für die, ja, seitdem wir hier sind, für diese Woche. Und ja, das ist ein sehr, sehr gutes Ergebnis. Abgesehen davon konnte man Kalb strecken. Man weiß nicht, ob die Kuh irgendwo geschossen wurde. Man weiß nicht, ob die, ja, ob das irgendwie gesprengt wurde und die sich nicht mehr finden. Ja, auf jeden Fall ist es jetzt mit einem sauberen Schuss gestreckt worden und ich würde sagen, wir fahren mal gucken und es liegt nämlich ja schon mitten im Busch und da muss man echt gucken, wie man das birgt oder bergen kann, weil da war ein Wechsel abgestellt quasi mitten im Wald, beziehungsweise Matthias ist das noch ein Stück angegangen. So läuft das, wenn der Hund stellt, kann man die angehen. Ja, ich hoffe, dass vielleicht hat er es ja auf Kamera, weil wir haben ihm eine GoPro mitgegeben. Schauen wir mal, ob der Abschluss drauf ist. Ich bin gespannt, aber ich freue mich ungemein und wünsche ihm bald mal Zeit. Maurice, jawohl, hat uns gerade bei unserem Stand besucht. Der hat da hinten gestanden. Und, was war bei dir? Nicht viel. Schweden halt, ne? Riesengebiete, wenig Wild. Und wenn man eins kriegt... Ja, du hast ja schon Weidmannsheil gehabt. Genau. Ist halt immer das Problem, dass du halt, ich sag mal, wie viel haben wir jetzt? 11 Uhr? Ja, so was. Wir sitzen seit 6 und du bist dauerhaft in der Spannung, weil du weißt, jederzeit kann auf einmal irgendwo ein Elch stehen. Und du hörst ihn nicht. Und hörst ihn nicht. Du guckst nach links, nach rechts, nach hinten. Und deswegen ist das schon sau anstrengend, hier zu stehen. Das muss man sagen, das ist anders wie bei uns, wo Hunde kommen oder wo du mal was knacken hörst. Und du willst ihn ja dann noch nicht verschlafen, wenn er hier. Aber Matthias hat einen Kalb gestreckt. Das gehen wir uns jetzt mal angucken und helfen beim Bergen. Ja, ich habe mal geguckt, wo das liegt, wo der einen Standort geschickt hat. Also ja, ihr müsst euch vorstellen, der hat das Revier noch nicht so lange. Und das Problem ist, dass ja nicht überall ein Stand ist. Deswegen muss man manchmal auf dem Boden am Wechsel stehen. Sehr cool, wenn Bären da sind. Und deswegen kann das sein, dass man mal mitten im Busch bergen muss.
Naja, schauen wir mal. Das werden wir jetzt wohl machen. So, ich übernehme mal das Spreche hier, weil ja Matthias ist das super angegangen, das Kalb hier, und konnte es sauber strecken. Und da er ja der Yachtherr ist, kann er sich ja nicht selber weit man's heil wünschen, deswegen mache ich das jetzt mal hier. Und ich denke, wir sind jetzt ein Haufen Leute hier, die ja dabei waren. Wir haben jetzt drei Tage lang hier auf Elche gejagt, hatten schon sehr viel Yachterfolg, und ich würde sagen, im Namen von allen bedanke ich mich bei Matthias und freut mich auch, dass du ein Kalbstrecke konntest. Freut man's heil, mein Freund. So, kleiner okay. Bruch, aber Bruch ist Bruch, ne? Sauber gestreckt, einwandfrei. Und vielen Dank, dass wir hier sein dürfen. Da das Kalb mitten im Bestand lag, war hier Teamwork gefragt. Es gab keine Chance, mit dem Quad dorthin zu gelangen. So, erfolgreiche Bergeaktion vom Elchkalb. Was sagst du? Hat hingehauen. Hat hingehauen. Und dieser Jagdtag endete erfolgreich. Kaum zu glauben, was dieses Land zu bieten hat. Am Abend ging es für uns alle nochmal auf den See. Nicht zum Jagen, sondern zum Angeln. Und auch dort hatten wir Petri heil. Schönen See in den Sonnenuntergang zu paddeln bzw. mit dem Boot unterwegs zu sein, das macht schon was her. Und jetzt stehen wir hier vorm Feuer. Also jeder Tag ist hier besonders, muss man einfach so sagen. Hier, also Matthias, heute Morgen konnten Maurice und ich ja der erste Bierkahn strecken. Und ich sage nochmal vielen, vielen Dank, dass wir hier sein dürfen. Und vielen Dank für den Abschuss, für die Führung, für alles, was du für uns machst hier. Einfach wunderbar. Und da werden wir uns auch mal revanchieren, definitiv. Weil er ist noch kein Muffeljäger. Stimmt, ja. Und da ist bei uns ja das richtige Gebiet. Ich denke, der ein oder andere Widder wartet dann in Deutschland auf dich. Okay. Schweden. Dieses Land hat uns gezeigt, was Back to the Nature bedeutet. Dieses Land hat uns gezeigt, wie atemberaubend die Welt doch sein kann. Wunderschöne Gebirge, Seen, soweit das Auge reicht. Neben dem Jagderfolg
hatten wir eine Zeit, die wir nie vergessen werden. Wir sagen, danke Schweden, danke Lappland und danke an Matthias für dieses tolle Erlebnis. Wir freuen uns schon auf die nächste Schwedenreise. Weidmanns Heil. Doch mit diesem Film endet unser Erlebnis Schweden noch nicht. Denn es ging auch auf Birkanjagd. Und auch auf dieser Jagd nehmen wir euch im nächsten Film mit. Also seid gespannt auf das Abenteuer Birkanjagd im Lappland.